Erstmal hallo und willkommen zu einer neuen Folge Sailing Scirocco. Ich bin in Kroatien, liege da in einer Bucht, unmittelbar vor meiner Marina vor Anker. Ich habe ungefähr 30 Knoten Wind draußen. Das Wetter, einmal scheint die Sonne, einmal nicht. Ja, wie der Name schon verrät, will ich mit meinem Schiff von Pula aus in die Karibik segeln. That's the plan. Ich bin René, ich bin 38 Jahre alt, komme aus der wunderschönen Südoststeiermark. Geboren und aufgewachsen bin ich in Klagenfurt am Wörthersee. Ich arbeite als Angestellter in einer kleinen Kaffee- und Snackautomaten-Vertriebsfirma. Vor 3 Jahren kaufte ich mir in Kroatien die Scirocco mit dem Vorsatz, irgendwann einmal auf Langfahrt zu gehen. Meine Perle ist eine Dufour 29 aus dem Jahr 1976. Die hat schon 45 Jahre auf dem Buckel. Mein Vorbesitzer ist ebenfalls aus der Steiermark und hat immer wunderbar auf das Schiff geachtet. Ja, genau, das höre ich wirklich sehr oft. Ich fahre alleine. Ich werde aber etappenweise jemanden mitnehmen, sofern jemand Lust hat, auf meiner Seite www.selig-scirocco.com habe ich ein paar Termine zum Mitsegeln freigegeben. Also wer Lust hat, kann mich begleiten auf meiner Reise. Über den Atlantik werde ich vermutlich alleine fahren. Angst und Geld habe ich noch nie gehabt in meinem Leben. Na, Spaß beiseite. Ich habe sehr großen Respekt davor. Allerdings habe ich mehr Angst, dass mir das Bier ausgeht und ich mir in der Karibik kein teures Bier leisten kann. Ja. Bis jetzt war ich immer Urlaubssegler. Das Wetter kann man nun mal leider nicht beeinflussen. Das heißt, du hast immer irgendwie einen Stress im Urlaub. Ne? Du musst immer von A nach B fahren und unabhängig davon, ob es jetzt ungemütlich wird oder nicht. Und so, also auf meiner Reise in die Karibik, habe ich die Zeit, andere Länder und Kulturen für mich zu erkunden. Ich glaube, ich muss mir mal ein Frühstück reinschmeißen. Kaffee habe ich schon getrunken in der Früh. Ich werde mir so einen Eierspeis machen oder Rührei oder so. Ja, alles was man eigentlich so braucht. Ich habe eine Radaranlage, ich habe einen AIS-Empfänger im Funkgerät schon mit integriert. Ich habe einen Iridium-Satellitencommunicator, Seekarten, ein MacBook habe ich mit, ein iPad Air als Navigation auch. Ja, Schwimmwesten natürlich, sehr klar. Und ja, seit neuem ein Windpiloten und vieles mehr. Da mache ich aber mal ein eigenes Video drüber. Die hast du nochmal gleich, genau, Barfußroute. Und ich werde ungefähr einen Monat in Kroatien bleiben, um die Systeme alle abzuchecken, ob das alles in Ordnung ist. Dann aber zügig von Lastovo auf Fieste nach Italien rüber
runter bis Brindisi, Otranto, dann nach Korfu, da schauen wir zwei, drei griechische Inseln an, dann wieder rüber nach Santa Maria de Leuca, die Straßen Messina durch, dann schauen wir den Stromboli vermutlich an, dann Sardinien, eventuell Korsika, rüber nach Menorca, Mallorca, Ibiza, Gibraltar, runter bis zu den Kanaren und dann auf die Kapverden, eventuell, dass ich Marokko die Küste entlang fahre, da bin ich noch unentschlossen. That's the plan. Heute ist Sonntag, der 3. Oktober. Am Freitag geht es wieder ab zwischen Rocco und Kroatien. Ich stehe da auf einer Tankstelle in der Südsteiermark, also Nordsteiermark. Und jetzt heißt es erst einmal Diesel bunkern, weil der Sprudel im Kroatischen so teuer ist. Weil ich habe einen 20-Euro-Gutschein geschenkt bekommen. Erzähle ich warum. War eine lässige Geschichte. Ich habe mitten auf der Straße einmal während dem Autofahren eine Brieftaschen angefunden. Hab sie aufgemacht, hab den Typen zufällig gekannt, bin zu denen nach Hause gefahren, hab seine Frauen getroffen und die waren so überwältigt, gell, und ich hab gesagt, ich will nichts haben dafür, oder was, das ist Ehrensache für mich, gell. Und dann haben sie nur mit der Post ein paar Wochen später seinen Gutschein zugeschickt, das ist eine lässige Geschichte, oder? Ja, jetzt hast du erst einmal 40 Liter bunkern, 40 Liter Tank habe ich und das nehme ich dann natürlich mit, aber jetzt haben wir den ganzen Graffel, was die Wochen kommt, also ich habe einen Windpilot bestellt. Ich freue mich schon wie ein kleines Kind drauf, der soll in den nächsten paar Tagen mal kommen. Jetzt danke einmal voll da. Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Sailing Scirocco. Ihr kennt es vielleicht im Film und täglich grüßt das Murmeltier, weil die komplett gleiche Szene habe ich heute Morgen schon einmal im Kosten gehabt mit meiner 4K-Kamera. Die hat gerade vor ein paar Minuten einen Abflug gemacht ins Wasser. Es ist eine Windböe gekommen mit über 30 Knoten Wind. Ich habe es nicht gesichert gehabt, habe es nur im Steg stehen gehabt. Ich habe gerade die Teile für meinen Windpilot aus dem Auto rausgeräumt und wollte halt ein bisschen mitfilmen, das Ganze. Ich habe leider nur noch das Stativ retten können. Die Kamera hat leider einen Abflug gemacht. War eine teure 4K-Kamera mit rotem Mikrofon. Ich bin da auch nicht mehr reingesprungen, das hat keinen Sinn mehr gehabt, weil das ist gleich untergegangen. Ja, nein. Ich bin am Boden zerstört. Aber ich werde trotzdem schauen, dass ich da ein bisschen Videomaterial mit meinem Handy zusammensammeln kann. Ahoi. Im Hintergrund mein Heck, da werde ich jetzt meinen Windpiloten montieren, beziehungsweise werde ich einmal zuerst alles demontieren, was ich nicht brauche. Ja, da hat es ungefähr 20 bis 30 Knoten Wind, wird das Ganze nicht vereinfachen, schätze ich einmal. Ich glaube, die Badeleiter und alles kann ich demontieren. Ich auf jeden Fall, das geht sich sonst nicht aus, dann misse ich mal alles auf und schaue, ob ich mit meinen Badeplattformen ob sich das ausgeht, links und rechts, sonst muss ich die leider auch demontieren. Ja, schauen wir mal, wird schon werden. Die Badeleiter habe ich einmal demontiert. Die Löcher habe ich ein bisschen verspachtelt, einmal grob. Und mit Epoxy zugemacht. Jetzt warte ich ein bisschen, bis das trocknet. Dann schleife ich einmal drüber, dann kann ich den Flansch, den habe ich schon gerichtet, seht ihr da drinnen. Positionieren und verschrauben. Das schaut wild aus da alles. Ha? Mega Baustelle. Wie immer bei mir. So meine lieben Freunde, wie schaut die Sachlage aus? Ich bin immer ein bisschen erkältet das Herz. Heute ist Sonntag, der 10. Oktober. Jetzt geht es dann gleich raus. Ich bin fertig geworden, teilweise mit meiner Arbeit. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein bisschen faul. Ich mache immer nur gewisse Sachen und dann schaue ich, dass ich gleich mal rausfahren kann. Den Windpilot habe ich montiert. Ich schätze mal, das funktioniert. Der Schaft ist ein bisschen zu kurz, aber das habe ich eh vorher gewusst. Jetzt habe ich mit dem Hersteller schon einen E-Mail-Verkehr gestartet. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass ich den Schaft unten ein bisschen verlängere.
Aber ich habe noch Zeit, bis ich meine Reise antritt. Eine neue Großschot habe ich mir besorgt. Die zeige ich euch. Die habe ich gerade verbaut, keine Ahnung. Habe ich mal ausprobiert. Ich hoffe, dass das holt. Schaut richtig lässig aus, aber es wird ein bisschen rosten anfangen, schätze ich einmal da bei den Nieten. Bin ich neugierig, werde das ein bisschen konservieren so nebenbei. Auch meinen Baumniederholer habe ich ausgetauscht, seht ihr sie vorne. Das schaut jetzt ein bisschen vernünftiger aus, das Ganze. Ich habe noch eine Reifleine zum Durchziehen. Das war ein bisschen falsch montiert, das Ganze. Eine habe ich schon durchgezogen, ja, aber schert mir jetzt nicht. Funktionieren tut sie jetzt dann. Jetzt will ich dann doch raus, jetzt hat es so 18, 20, 25 Knoten Wind. Welle weiß ich nicht da draußen, das muss ich abwägen da draußen, wie die Lage ausschaut. Aber ich freue mich schon auf Segeln jetzt dann. Yes! Morgen, es ist Montag, der 11. Oktober. Draußen ist noch immer 30 Knoten Wind, das ist echt brutal. Jetzt werde ich mich schon langsam wieder aufmachen in meiner Marina. Ich werde noch ein paar Kleinigkeiten arbeiten. Ja, es macht keinen Spaß. Es macht halt das Segeln jetzt nicht wirklich Spaß, weil es wirklich einmal aus 35 Knoten Wind bis 40 teilweise in Böen, dann auf einmal runter wieder auf 15 Knoten. Das macht überhaupt keinen Spaß. Echt nicht. Noch dazu ist kalt, dann teilweise Regen. Ja. Ich werde noch ein paar Kleinigkeiten am Schiff erledigen und dann werde ich wahrscheinlich morgen die Heimreise antreten. Ja. Verlasse die Bucht in Bagnole, fahr mal raus, vielleicht segle ich noch ein bisschen und dann Richtung Marina. Schön geworden. Ein bisschen was verstauen muss ich noch. Da schaut schon mal Hammer aus. Okay. Jetzt war ich gerade duschen, habe ein bisschen hergerichtet. Jetzt gehe ich rauf da ins Restaurant eine Pizza essen. Ich bin schon hungrig. Dann komme ich wieder zurück und ramme noch ein bisschen alles zusammen. Morgen in der Früh fahre ich dann wieder nach Hause. Da habe ich mein Windpilot hergelegt dabei. Den habe ich wieder demontiert, weil der Schaft leider zu kurz ist. Ich brauche einen Langschaft. Jetzt habe ich mit dem Hersteller per E-Mail ausgemacht, dass er mir einen neuen zukommen lässt. Ja. Und dann werden wir beim nächsten Mal richtig montieren und die ganzen Löcher zumachen hinten am Spiegel. Also zu sind sie ja jetzt eh schon. Aber ich muss die ganze Aufhängung wahrscheinlich noch um
10 cm erhöhen. Jo. Arbeit ohne Ende.